Herr Stucki, die SNB hat vor einer Woche die Märkte mit ihrer Zinserhöhung überrascht. Von Forward Guidance wie bei anderen Notenbanken keine Spur. Waren Sie denn auch überrascht? Ja, ich war auch überrascht. Ich finde es gut, dass die Nationalbank den Zins erhöht hat, dass sie nicht gewartet hat. Aber eben, Sie haben es gesagt, oder? Keine Forward Guidance. Die Nationalbank hat alle überrascht. Ich glaube nicht, dass das das Ziel war, aber sie hat es getan. Hat sie damit sich von der EZB emanzipiert? Die Nationalbank hat vor allem gezeigt, dass der Kampf gegen die Inflation für sie wichtig ist, dass ihr Hauptauftrag Preisstabilität ihr wichtiger ist als die EZB. Und das ist ein gutes Zeichen. Mit Blick auf die EZB mehren sich die Sorgen, dass sie die Zinsen zu spät erhöht, um die Inflation effektiv eindämmen zu können. Hat die SNB noch früh genug agiert? Die Nationalbank hat sicherlich früh genug agiert. Die wird weiter agieren müssen, sie wird den Zinsen weiter erhöhen müssen. Aber es ist gut, dass sie den Startschuss jetzt gemacht hat, ja. Das Inflationsgespenst hat die Märkte nun schon länger voll im Griff. Wie lange wird uns dieses Thema noch beschäftigen? Ja, leider noch etwas länger. Die Inflationsraten werden zwar auch im Ausland etwas zurückkommen, aber sie werden hoch bleiben, weil die höheren Kosten der Rohstoffe, die werden jetzt langsam aber sicher an bis zu den Konsumenten weitergegeben. Das dauert seine Zeit und entsprechend ist die Inflationsrate auch länger noch höher. Ist es denn überhaupt möglich, die Inflation über Zinserhöhungen zu regulieren, ohne dass es zu einer Rezession kommt? Es ist eine Gratwanderung, definitiv, weil wenn Sie Zinsen erhöhen, dauert es bis zu 12 Monate, bis das sich in der Wirtschaft zeigt. Das heißt, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht überschießen. Aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, es ist möglich, dass man die Wirtschaft abschwächen kann. Das muss man aber nicht in die Rezession treibt. Gehen Sie denn davon aus, dass es tatsächlich zu einer Rezession kommen wird? Rezession ist so ein hohes, übersteuertes Wort. Es ist möglich, dass die Wirtschaft sich abschwächt, dass man ein negatives Quartal hat, vielleicht sogar zwei, das wäre dann Rezession. Aber insgesamt gehe ich davon aus, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung über die Zeit abschwächt, aber nicht markant verlangsamt. Noch eine Frage zum Franken. Auf welche Euro-Franken-Spanne müssen wir uns Ihrer Meinung nach künftig einstellen? Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, dass die Eurozone in sich nicht sehr stabil ist. Das heißt, der Eurokurs wird weiter sinken. Ich gehe davon aus, über die nächsten 12 Monate, dass der Franken zum Euro um die Parität pendelt, 0,98 bis 1,03. Die SNB hat zudem angekündigt, gegebenenfalls auch bei einem schwachen Franken am Devisenmarkt zu intervenieren. Glauben Sie, dass es wirklich dazu kommen wird? Nein, glaube ich nicht. Der Franken neigt im Grundsatz zur Stärke. Er wird nicht so schwach werden, dass die Nationalbank intervenieren muss. Es kann sein, dass sie versucht, bei einem schwächeren Franken etwas zurückzukaufen. Das sind aber kleine Summen.